Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Bausimulator 2015. Natürlich wieder mit Moses am Start. Hallo. Genau, wir haben uns natürlich ein schönes Prachtstück gegönnt. Und zwar, Moses hat genug Geld übrig gehabt, um diesen schönen MAN mit Lieferaufbau, und zwar unsere Betonpumpe. Jetzt fährt er erstmal seine Stützbeine aus. Oder, ja, heißt das Stützbeine? Stützfüße, oder? Ah, Stützfüße, genau. So, die sind natürlich da, um dieses Fahrzeug erstmal ein bisschen anzuheben, besseren Stand hier auf dem Boden, weil es gerade ziemlich in die Höhe geht und Beton ja ein bisschen schwer ist. So, die Armierung ist natürlich hier unten erstmal in der Bodenplatte ausgelegt worden beim letzten Mal, und jetzt bedeutet das erstmal. Oh, guckt euch mal das Ding an. 200.000 kostet diese schöne Liebherr-Betonpumpe auf 8x8 Fahrgestell von MAN. MAN ist sowieso eine Firma, die mit ihren Lizenzen ja nicht rumschmeißt, aber die keine Probleme damit hat, Lizenzen ja zu geben. Auch beim neuen Bus-Simulator 2016 wird es auf jeden Fall wieder MAN-Fahrzeuge geben. Und der Fernbus-Simulator, der ja auch noch kommen soll, der wird auf jeden Fall auch MAN-LKWs drin haben. So, ich gehe erstmal hier rein in diesen anderen MAN-LKW. Jetzt hat er seine... schon mal einen Klodeckel aufgemacht. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, welche Taste ich überhaupt drücken muss. X. Oh, jetzt kommt mein Beton. Oh, ich bin weggefahren. Und ich hau. Kommt was? Warte mal, ich muss mal ausmachen. Ja, es füllt sich. Gut, weil es sieht so aus, als wenn ich hier irgendwie vorbeijacke. Ja, jetzt kommt gerade nichts mehr. Ja, ich hab aufgehört. Achso. Warte mal, ich muss mal anders nochmal ranfahren. Das ist, So, jetzt sieht es doch viel besser aus. So, jetzt müsste das eigentlich füllen. Auch wenn ich nicht mehr drinnen bin. Nee. Oh, schön sieht das aus, wie der da rumrotzt. Also, wir hatten ja schon mal, müsst ihr mal in den Videos gucken, die wir vorab schon mal gemacht haben. Da haben wir ja so eine kleine Sprungeinlagen machen müssen, um ja den Beton dahin zu bringen, wo er hin soll. Und jetzt kann er schön geschwind auch ja, mit diesem langen, schönen Arm zielgenau den Beton verteilen. Schon leer. Leer? Leer. Warte mal, kann nicht leer sein. Gucken wir mal. Ich hab noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen Beton drinne. 96%. So, da rotzt da wieder eine Runde. Ah, das schaffen wir mit. Klar, das schaffen wir. Ach, da hat er hier auch noch eine kleine Vorrat hier drinne. Schön. Und dann lassen wir unseren Saustift hier vom Betonmischer. Den stellen wir natürlich ab. Den kann er alles mit Hammer und Meißel den ganzen Beton rauskloppen hier. Den schmeißen wir hier oben rein in den Trichter, den Saustift, weißt du? Und dann kann er alles lose kloppen. Und um das alles nicht ganz so einfach zu machen mit Hammer und Meißel, werden wir natürlich die Trommel dann wieder volle Pulle drehen lassen. Ne, Moses? Da mussten wir auch durch. Auf jeden Fall. Ey, überleg mal, wenn wir denn wirklich mal so ein großes Haus bauen müssen, ja? So ein... ja... so ein 15-Gestöcker oder wie das heißt, ein Hochhaus. Dann wird es auf jeden Fall richtig Porno. Weil du musst dann öfters mal Beton holen und sonstige Sachen.
Ich muss die ganze Zeit hier drinnen bleiben, bis hier alles erledigt ist. Ja, momentan bin ich die ganze Zeit schon bei 100%. Naja, ich habe 90% Beton. Und wenn ich jetzt hier oben gucke, das haben es bald geschafft. So, gehen wir mal bei den Aufträgen. Also, das ist ja jetzt der dritte Auftrag. Den vierten haben wir natürlich auch schon erledigt. Ja, wir haben ja die Ziegelsteine und den Zement hingebracht. Das nächste Mal wird es auf jeden Fall zu den zur Baustelle nochmal gehen. Also hier zum... Das haben wir gemacht. Ich muss mal zumachen, ich sehe gar nicht mehr durch. Auf jeden Fall zum Sägewerk müssen wir dann noch und zur Baustelle. Ah ja, das wird auf jeden Fall nochmal interessant. Also wieder verladen, abladen etc. Das wird dann auf jeden Fall ein großes Thema sein. Und wir haben es jetzt gleich geschafft. Naja, Moses, schön. Die Sonne da so rein lunscht und glatt macht alles. So, was will er jetzt hier von uns? Wir sollen den Baustellenbereich frei machen. Pass auf, ich höre jetzt auf. Das reicht denn? Ich fahre meinen Beton-LKW. Du machst die Pumpe leer? Oh, herrlich, ey. Schön. So. Maximus. Naja, hier ist noch ein bisschen was. Hier, wo ich jetzt bin, hier zum Beispiel, ja. Oh, ist alles gut. Gut, dann klappt das Teil zusammen. Ich werde mal den anderen LKW schnell wegfahren. Ich denke mal, der stört dann auch noch. Hat er dir den Platz angesagt, wo du hin solltest? Den Platz angesagt? Ja, mit dem LKW. Oh, erledigt. Nö, den kannst du einfach irgendwo hinstellen. Ich hätte auch auf der Straße parken können. Oh, Alter! 3440 Punkte. So. Yeah! Guckt euch an! Das Haus! Das Haus! Ist das geil. So. Du kannst die Betonpumpe ja draußen hinstellen. Ich werde jetzt erstmal zu dem... zum Sägewerk fahren. Und wenn wir beim Sägewerk sind, dann kaufe ich das Zeug, dann kannst du es wieder verladen. Ja, dann nehme ich gleich mit ein. So. Oh, ich habe einen Klodeckel offen gelassen. Eieiei. Das ist nicht so schlimm. Nick, nick. Oh, guckt euch mal an, das Häuschen, ne? Doppelhaus. Riesen Klopper da hingesetzt. Rucki zucki machen wir das, wir Bauhelden. So, dann werde ich auf jeden Fall das andere Zeug dann schon kaufen. Auch beim... Oh, die Bäume bewegen sich ja. Hier ist der Sturm. Ah, zum Sägewerk. Ein paar Bretter holen und dann haben wir das nämlich auch erledigt. Das gab jetzt auch ganz schön viel Geld, kann das sein? Naja, klar, 86.000. Ich bin jetzt bei 194.000. So. Aha.
Sah das Sägewerk schon immer so aus? Weiß ich gar nicht. Kann es sein, dass es mehrere gibt? Weil hier bei dem waren wir, glaube ich, noch gar nicht. So. Ich muss erstmal Schnittholz, Fichte. Wie viel sollt ihr holen? Habe ich schon mal vergessen. 0,8. So. So, einkaufen. So, ich habe jetzt was gekauft. Warte mal, wo liegt denn der Scheiß? Ach, hier hinten. Dann brauchst du bestimmt eher einen Garten. Nee, kannst ja so aufladen, denke ich mal, ne? Das ist da wieder mit so einer Hebevorrichtung. Was ist hiermit? Die Dinger auch, genau. Die Teile und die großen. Jetzt gucke ich nochmal, müssen wir noch irgendwas? So, das haben wir. Das wir. Kantholz. Auch Fichte. So, dann gehe ich mal an den nächsten LKW. Den. Wir wollen jetzt mal die Betonpumpe mal fahren. Fahren den erstmal zurück. Wir wollen ja dieses Prachtstück mal uns richtig angucken, ne? Ja, die sind auf jeden Fall. Die Hersteller möchten noch mehr Feedback, gerade so von der Community bezüglich Mods. Die bieten oder wollen dann quasi auch noch sowas anbieten, dass die so ein Tool direkt nicht, aber so eine kleine Anleitung, wie man doch Mods am besten integriert, weil sie wissen ganz genau, ein Spiel lebt durch Mods und umso mehr man hier selbst sein Spiel kreieren kann, umso ja, mehr Aufmerksamkeit hat es ja. Das kennt man ja aus dem Landwirtschaftssimulator oder aus dem Eurotruck-Simulator. Ohne Mods würde das Spiel oder würden die Spiele wahrscheinlich auch nicht mehr so angesagt sein. So. Alles klar, jetzt bin ich hier erstmal auf dem Hof. Aussteigen. Und wir werden jetzt nochmal schauen, was wir für Sachen noch machen müssen. Abschnitt. Wir können Lehrgang machen, Betonpumpe. Nee, den mache ich nicht. Wenn, dann machst du den. Da können wir uns ja eigentlich so einen riesen Kran kaufen eigentlich das nächste Mal, ne? So ein lieber Kran. Brauchen wir sowas? Ne, können wir irgendwann Hochhäuser bauen. Egal. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, den Lehrgang machen, um mehr Aufträge zu kriegen bezüglich den Scheiß, ne? So, warte mal. Abschnitt 6 sind Dachpfannen, 4 Stück. Gut, gehen wir erstmal hier hin. Hallo, Kumpel. Gucken wir mal. Wo ist denn der Scheiß? Ist der gar nicht hier? Isoliermaterial. Die gibt's gar nicht hier. Gibt's die bei einem anderen Baumarkt oder was? Ich muss nochmal schauen. Bin ein bisschen irritiert. Also, Abschnitt 6. Isoliermaterial zweimal. Bitum zweimal. So, nochmal ran hier. Isolier habe ich ja gesehen. Wenn man quasi zu dem Auftrag schon rangekommen ist, dann zeigt er einen das ja gelb an, aber jetzt noch nicht. Isoliermaterial zweimal und Bitum zweimal. So. Aber wo finde ich jetzt die scheiß Dachpfannen? Baustoffhandel. Transportieren Sie lange in einen markierten Bereich. Aha. Warum? Wo soll der Scheiß sein? Große Dachpfannen. Gibt es noch woanders irgendwo, wo ich Dachpfannen kaufen kann? Ach, hier! Ja,
Mensch, bin ich dämlich. Wie viel sollten wir kaufen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Mein Gott, ich bin 4 Stück. Ich werde langsam alt, Moses. Langsam. Schnauze. 10.000 Einkauf. So, ich habe für dich eine ganze Menge Scheiße wieder gekauft. Dann fahre ich erstmal den LKW wieder zurück. Da kann ja Moses handeln. Hast du schon alles aufgeladen? Ah, die Hälfte. Die Hälfte. Fahre ich erstmal den LKW zurück. Ja, und jetzt werden wahrscheinlich viele wieder schreiben oder einige, ich will mit euch mitspielen. Das ist meistens immer so eine spontane Aktion von uns, wo wir sagen, so, jetzt haben wir Bock. Jetzt spielen wir einfach mal die Scheiße, wollte ich schon sagen, im Bausimulator. So. Das kann man vorab nicht so planen, weil es immer so eine Lustsache, ne? Wenn wir halt darauf Lust haben, dann setzen wir uns natürlich hin und rocken da mal eine Runde. So. So, stellen wir den erstmal hier hin. Da steht er gut. Ach, ich komme hier schon wieder vor wie beim Tetris. Ja, ihr könnt ja auch einen großen Anhänger-LKW noch holen. Gibt es denn nicht irgendwie noch einen größeren LKW, wo wir noch mehr aufladen können? So, warte mal. Ja. So, du bist im Pritschenkran. Bagger. Ach, wir haben ja noch den anderen LKW, den kleinen. Warte mal, waren die. Kann man nicht die Fahrzeuge irgendwie nochmal zurücksetzen? War das nicht irgendwie so? Ins Hauptquartier? Firma. Fahrzeuge. Ah, hier. Also. Zurücksetzen. Ja. Ja. Schließen. Schön. Dann kann ich nämlich den LKW jetzt nehmen. Den schon mal hinstellen für Moses, dass er das nächste Mal hier schön beladen kann. Hauptsache, die Rundum-Kennleuchte leuchtet. Alles super. Oh, Blechschaden. Vollkasko. Schön Ja. beladen, sagt er. Du bist beladen, ja? Ja. Na, war, dann komme ich gleich mal zu dir. Ich stelle nur den LKW ab. Den Kleinen hier. So. So, ich sitz drinne. Boah, das hast du aber schön verladen, Moses. Das sieht ja richtig Hast du herrlich was aus. anderes erwartet? Ey, das sieht ja richtig hübsch aus. Guckt euch mal an, ey, wie viel Mühe der Bengel sich gegeben hat. Uiuiuiui. So, ja, dann würde ich an dieser Stelle eigentlich einen Cut machen und wir werden uns das nächste Mal die Vollendung unserem Hauses nähern, also Doppelhaushälfte. Dann haben wir es ja wahrscheinlich auch geschafft. Also wir werden noch die restlichen Geräte, das ist ein Passat 3BG, werden wir aufnehmen. Da musst du aber. Oh, musst du mal da lang fahren? Ist egal. Na gut, du machst es schon. Und. Dachte, wir genießen noch die Landschaft ein bisschen. Oh, der Romantiker. Ja, auf jeden Fall. So, ja, wir machen erstmal einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.